Moin Moin und herzlich willkommen zur Minecraft WG. Mit dabei der Razamun. Ein wunderschönen Hallöchen. Und hier. Hallo, was war das denn jetzt? Und in Gedanken, Julia. Ich weiß auch nicht, was das war. Da ging einfach irgendwas mit uns durch. Ist heute das was Neues? Was? Warte mal, wir klauen nichts. Sind wir in der richtigen WG? So bin ich ja eigentlich richtig? Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt habe ich das weiße Holz alles weggeschmissen, jetzt habe ich keins mehr, ne? Toll. So, ich gehe mal die Felder... Was brauchst du, dieses White Cheddar, oder wie? Nee, weiß ich zur Presse. Ich gehe mal die Felder leer räumen. Ja. Das Einzige, was... Die Zwiebel wächst auf jeden Fall noch weiter, das ist... Ja, eine Zwiebel ist ja relativ wetterfest, glaube ich, oder? Ich bin kein Bauer. Keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Eigentlich müsste ich sowas wissen. Ich wohne hier auf dem Land. Wahnsinn, der Schnee stapelt sich ja. Hat jemand ein Messer für mich? Ich laufe so langsam, dass ich mir irgendwas zu essen abbauen sollte. Siehst du mich auf dem Dach? Domi, ich habe die Steine verbaut, ich brauche mehr. nächstes Mal, wenn wir alle da sind, dann haben wir auch Platz. Stopp. Danke. Genau so. Na gut. Kommt ein Messer geflogen. Wie gesagt, 7 Folgen schon wieder rum und mein Turm ist nicht viel größer geworden. Dafür ist die Rüstungskiste freigefüllt. Ja. Und der Todescounter gestiegen. Hast du da eigentlich jetzt irgendwann wie noch was umgestellt? Nö, noch nicht. Und reicht ja nur auch. Easy peasy, easy. Oh Gott, ich lauf so langsam. Oh Gott. Warte mal. Sind schon mal mehr Redstone, muss immer Redstone hin. Redstone, lala. Was? Egal. Oh, irgendwo Redstone-Fackeln getan. Gesundheit. Hier hast du die Axt aufgehoben, die ich hier dahin geschmissen habe. Das war jetzt natürlich schlau von mir. Da unten oder was? Habe ich nicht mitgekriegt. Müsste eigentlich aufgehoben haben, du bist genau durchgerannt. Habe ich. Ich habe 2 Trinkschläuche gehabt. Einer ist vollgefüllt mit Salzwasser, einer mit Süßwasser. Mhm. Dann trink den mit... Sollte mit beides aber Süßwasser sein, weil Salzwasser kannst du gar nicht auffüllen. Also das eine war Salzwasser, da kam auch eine Meldung. Und ich habe erstmal drauf losgetrunken, habe die ignoriert und dachte mir, oh ja. Bei mir geht das gar nicht dann. Und dann habe ich gesehen, oh, guck mal, meine Durstleiste ist so weit unten, ich glaube, ich sterbe gleich. Lesen sollte man dann doch vielleicht ab und zu mal. Maybe, perhaps, eventuell. Guck mal, hier ist ein Wal. Ich fühle mich so, als würde ich jede Folge Holz hacken. Ich fühle mich so, als würde ich jede Folge Seetang abbauen, aber... Von euch hat nicht noch wer diese Treppenstufen, die es da unten gab, oder? Wir haben quasi alles weggeschmissen, was wir haben. Wir haben quasi nur das mitgenommen, was... Was geleuchtet hat. Was geglitzert hat. Wir waren quasi im Blitzerrausch, da konnten wir nicht anders. Wir mussten einfach und so. Das sah so wertvoll aus, das mussten wir einfach mitnehmen. Dafür haben wir jetzt Rüstung, jede Menge. Ja. Okay. Wir gehen ja da wieder hin, habe ich gehört. Ja. Nächste Aufnahmesession. Da ist ja auch noch ohne Ende Kram drin, das können wir doch nicht einfach da liegen lassen. Was wären wir denn für eine WG, wenn wir das machen würden? Diebstahl-WG. Richtig. Diebstahl. Zu langsam gehen wir die weißen Zypressen hier aus. Die wachsen gar nicht nach im Winter. Das ist ganz komisch. Oh, das wird gerade dunkel. Ich stehe hier auf einem Erdblock. Kann ich darauf... Doch, das schaffe ich. Nee, du brauchst 2, glaube ich, zum Schlafen. Nee, ich schlafe. Okay, ich schlafe auch. Ich weiß nicht wo, aber ich schlafe. You want to sleep on that? Ich kann doch nicht schlafen. Im Schnee. Ja, das hat er bei mir auch gesagt. Aber hier unterm Baum geht. Guten Abend. Bei mir hat er es auch gerade gesagt. Ich wäre vorsichtig, unterm Baum sind immer die ganzen Ameisen. Ja, und? Die kann man doch direkt essen zum Frühstück. Das ist aber eine Sisyphus-Arbeit, oder? Einfach Mund auf, die laufen auf den Matsch rein. Stück Würfelzucker im Mund, zack, kommen die Ameisen. Kommt dein Essen nicht zu dir? Willst du zu... Nee, das ist so, probier's mal mit Oh. Das Essen hat ja voll gereicht. Oh Gott. Oh, wieder runter.
Wir müssen echt für den Winter was überlegen. Eigentlich müssten wir hier Hasen fangen oder sowas und die irgendwie braten und essen. Ja, wollte gerade sagen, weil davon laufen, glaube ich, relativ viele rum. Aber da kannst du einen abstellen, immer nur um zum Essen machen für alle. Ja. Das ist echt krass. Na, kann man das mit dem Hunger nicht mal ein bisschen milder einstellen oder so? Nein, Realismus. Hallo? Na ja. Dann fang mal Hasen. Ich esse auch ungefähr 5 Kilo am Tag. Aber nur Fleisch, nicht aber, anderes. Aber nur Seetang. Völlig realistisch. Das stimmt wohl. Ich esse nur Seetang, ja. Den ganzen Tag. Morgens, mittags, abends. Ich gehe auch jeden Tag los und gehe schwimmen, um welchen zu finden. Ja, wenn die Hasen wenigstens Fleisch geben würden, der hat jetzt gar nichts gegeben. In der Großstadt wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger als hier bei uns. Oh Gott, ey. Das muss verdammt nahrhaft sein, das Zeug. Also die Hasen droppen gar nichts. Alles klar, die sind einfach nur da zum schön aussehen, ja? Ja, scheinbar. Ich muss sie auf eine spezielle Art und Weise killen, mit einer Falle. Oh, nein, 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 nein. Don't starve. Hui. Das sind gar keine Hasen, das sind Morsel. Entschuldigung. Entschuldigung, wollte ich nicht. Falsches Game. Ich pflanze noch ein paar Büsche an. Was ist denn hier? What the fuck? Was ist denn hier für ein tiefes Loch? Ah, das ist bestimmt runtergestürzt, als ich da unten in den Berg gebuddelt habe. Tschau. Auftauchen. Oh, guck mal, da ist ein Wal neben mir. Hallo. Hallo, Steamham. Ich habe echt Schwierigkeiten, jetzt noch Seetang zu finden, ne? Wo ist denn die Säge hin eigentlich? Hier in die Richtung, wo ich bin, da ist jede Menge. Musst nur tauchen. Ganz schön tief tauchen. Ich bin jetzt gerade von Krabben geflüchtet. Das geht eigentlich ziemlich gut. Mach doch einen Salat raus aus den Krabben. Krabbensalat. Ach. Nee, danke. Okay, dann kann ich dir auch nicht helfen. Och komm ey, Mücken. Mima, Moskitos. Mücken, Mücken, Mücken. So, dann Mücken nehmen wir mal müssen sich bücken. Also unser See ist ja schon ziemlich gut zugefroren. Da kann man ja... Schon krass, ne? Das ist aber... aber ich so, finde das jetzt gerade nicht lustig hier. Was denn? Oh Mann. Ich esse gar nichts mehr, ich hungere einfach den ganzen Tag. Das ist toll, wenn du dann irgendwann nur noch Mining Fatigue hast. Süßer da. So, jetzt kann ich endlich die Samen aufsammeln, die ich die ganze Zeit aufsammeln wollte. Oh, wenn... Also, wenn ihr dachtet, die Steine für mein Haus sind schwer zu besorgen, ne? Die ganzen Bretter, die ich brauche, das ist auch ekelhaft. Weißt du, dann findest du was und dann fliegt's wieder Kilometer weg. Wisst ihr eigentlich, dass man rückwärts keine Leiter hochgehen kann hier in dem Mod? Geht aber nicht, man muss vorwärts hochgehen. Jo. Habe ich eine Axt dabei? Natürlich nicht. Was haben wir denn alles für Samen dabei? Erstmal alles rausnehmen. Die Samen. So. Ich habe 2 Balken essen. Juhu. Ordentlich was geschafft. Du hast 2 Balken gegessen. Ja, war nicht sehr nahrhaft. Mit Salz und Pfeffer. Mit Ketchup. Ketchup. Ich hätte jetzt auch gern Ketchup. Selbstgemachter oder so aus gekaufter Tube so? Tomate Flasche. Oder Curry? Nee, Kraft, Tomaten, Ketchup. Nee, ich hasse Kraft. Ich mag nur den. Heinz ist eklig, aber das ist wahrscheinlich Heinz, einfach Heinz nur Geschmackssache. Nee, also Heinz wollte ich jetzt auch nicht essen. Der kann nicht nee, Heinz, nee, der schmeckt so nach Dieter. Das ist ganz eklig. Nee, das ist eine Hanswurst. Hanswurst? Hanswurst ist gut. Wenn du das sagst. Du. Ich glaube, ich habe mich fast verlaufen da. Die Wegpunkte werden teilweise so knapp angezeigt, dass man sie nicht sieht hier. Oh Gott, bist du vielleicht so müde? Was ist denn los? Wie viel Uhr haben wir? Ich weiß nicht, bei mir wird es auch so langsam. Wir haben noch nicht mal 0. Ich war um 9 so müde. Ich muss noch Pokémon spielen. Ich nicht. Das Spiel ist so öde mittlerweile geworden. Du machst ja nur das Gleiche. Das war von mir bei mir schon immer öde, bei mir gibt's halt einfach nichts. Alles klar, wir haben auf jeden Fall 59 mal Maissamen. Wieder auf dem PC. Ja. Also da können wir auf jeden Fall, sobald Frühling ist, ordentlich was anpflanzen. Yay! Ich sollte aber dazu erwähnen, ich bin eigentlich auch nicht so direkt ein Pokémon-Fan.
Ja, auch nicht. Was, Pokémon? Was ist das? Ich habe keine weißen Zypressen mehr, doch da hinten noch welche. So, dann gehen wir uns mal eine Schaufel holen und irgendwas, damit wir hier mal so ein bisschen anfangen können. Überlegt, dass ich für meinen Turm schon einen kompletten Wald weggeholzt habe. Ja. Na, dann passen wir auf, dass schon... die Peter nicht irgendwann kommt. Mir reichen die Enzi hier zwischendurch immer mehr auf die Fresse hauen. Das Doofe ist, die Ents kommen nur, wenn man die Blätter abschlägt, weißt du? Dabei mache ich die Blätter abschlagen nur, damit ich neue Bäume anpflanzen kann, also den Wald quasi erhalte. Würde ich das nicht machen, würden die Ents wahrscheinlich gar nicht kommen. Würde mal aufhören, die Mief! Was denn? Mief läuft vorbei und wo kommen die Mücken hin? Zu mir. Ja, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Tut's gar nicht. Dafür. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht, das tut mir aber leid. Tut mir wirklich leid. Wow. Mehr kann man ja machen. Richtig. Bauen wir noch ein bisschen ab. Ich brauche White Cheddar, jede Menge. Eins, zwei, okay. Weiße Käse, wofür? Käse. Essen. Schlechtes Thema, glaube ich. Käse. Überbackener Käse. Käse mit Käse überbacken. Ja. Dazu Käse. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu, was diese Diskussion angeht. Echt? Käse. War gar keine Diskussion. Käse und überbacken. Nö, das war eine Feststellung. Das war keine Diskussion. Ja. Wir essen halt Käse mit Käse. Wir essen gerne Käse mit Käsesoße. Korinthenscheißer. Mit Käse überbacken. Ja. Und dann noch eine Scheibe frischen Käse drüber. Naja, Köttelscheißer. Ja. Und dazu ein herzhaftes Stück Käse. Als Beilage so. Ja, verkäst nochmal. Und als Nachtisch Käseeis. Oh, Käseeis. Oh, lecker. Schimmelkäseeis. Oder Harzer Rolle. Gefroren. Oh, oh Gott. Das wird immer schauriger. Die Vorstellung. Ja. Komm jetzt mal ein Stück Kasserolle rein. Käse WG. Jetzt hast du Mief schon wieder fertig gemacht. Jetzt hast du ihn wieder. Und das um die Uhrzeit. Das wird noch besser. Lass das gleich morgen. Okay, morgen Hatzerrolle kaufen und frieren wir die ein. Ja. Oder gehst du in den Supermarkt? Sagst du, haben sie auch Hatzerrolle? Dann sagt er, ja, da hinten im Kühlregal. Dann sagst du, nee, haben sie die auch gefroren? Ich wollte die lutschen, ist so warm draußen. Das Gesicht, bestimmt. Das wäre doch mal eigentlich was für ein Vlog, oder? Das Gesicht wäre unbezahlbar, glaube ich. Das kannst du ja gar nicht. Ja, hey, ich hätte gerne so ein gefrorenes Stück Hatzerrolle. Ja, wofür denn? Zum Lutschen. Dran lecken. Ja. Und deine Eistee ist auch gut. Oh, was für ein Geschmack finden sie heute? Oh, Hatzerrolle. Bei uns in Eistee gibt es übrigens Pokémon-Eis. Nur mal so als. Hier oben gibt es eine Eistee. Ist das dann weiß-rot oder was? Die verkauft Milch-Eis. Die verkauft Milch-Eis mit Käse. Mm. Also wirklich so Käsekram drin und so. Also ich habe mal. Geil. Was war denn das? Scheint auf jeden Fall gut zu laufen, weil das war eigentlich nur so ein Gag. Ja. So also ich habe mal Zitroneneis mit Basilikum gegessen, das schmeckt sehr gut. Das gibt's ja auch halt immer drin. Weiß nicht. Das ist schön frisch. Ich bin Fan von den ganz normalen Eissorten. Ich esse eigentlich selten Eis, also. Die ganz normalen Eissorten sind doch die besten. Also Erdamer. Dunkle Schokolade. Gouda. Die ganz normalen Eissorten. Ja, Tilsiter. Blauschimmel. Bescheuert. Jetzt, wenn ihr euch wundert, warum wir uns eine ganze Folge über Käse unterhalten können. Das geht. Das geht, das hört ihr ja. Käse, WG. Oh, lecker. Warum habe ich eigentlich 11? Achso, Schneebälle. Die habe ich gerade weggeschaufelt. Okay. Ja. Ich erinnere mich gerade, wo ich 11 Schneebälle habe. Guck mal, Schneeballschlacht. Ah, bringt ja nichts. Die macht ja gar nichts. Oh. Doch, guck mal, Schneeballschlag. Ich hab Rudder heute auch schon beschmissen. Ja, im Dungeon. Im Dungeon. Jetzt haben wir es ja gemacht, als ich eingefroren war, verbrannt war, ja. Ich glaube, das hätte nichts gebracht. Erze. Können wir schlafen? Gute Nacht. Ich schlaf vor meinem Haus.
Okay. Ja, ich liege im Bett. Egal, ich schläft noch nicht. Oh, ach, ist vorbei. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Mittag. Guten Morgen. Guten Mittag? Hab ich nichts mehr zu trinken. Ach du Scheiße hier. Oh, jetzt ist ein bisschen Kühlflüssigkeit im Kopf. Autsch. Oh, das tut wehgetan. Der Winter, der ist halt auch, ja. Halt. Also wir wissen auf jeden Fall, wie lange wir, wie viele Tage wir schlafen müssen, damit es endlich Frühling wird. 90? Ja, dann geben wir mal Gas, wa? Oh, Scheiße. Ich hab die Steinhäule gegessen. Sand, Sand, Sand. Haben wir eine Sandkiste? Ja. Sand, Sand. Ich nehme mal 32, 64 müssten reichen. Warum sie nicht sehr krusial Bier haben, weiß ich immer noch nicht. Nur damit es schwieriger ist, ne? Das kommt drauf an, was du hast. Es gibt Sachen, die haben die normale Stackgröße. Nee, habe ich noch keine gefunden. Also ich habe auch noch keine gesehen. Das Hickory? Oder warte? Das muss ich gerade selber überlegen. Ich habe auf jeden Fall Sachen gehabt, von denen ich der Meinung war, dass man immer unterschiedlich viele... 32er habe ich bis jetzt Maximum gesehen hier. Nee, die runden Loks, die Baumstämme, die ich hatte, die gehen größer. Okay. Zum Beispiel. Die zählen nicht. Die nehmen wir raus. Bewertung. Okay. Echt unglaublich. Was ist unglaublich? Wir können im Winter nichts anpflanzen. Das heißt, wir müssen uns den ganzen Winter nur mit Seetang ernähren. Geil! Oder wir werden zum Kannibalen. So ein Stück Mief. Oder wir fressen. Ja, Licht in irgendeiner Kiste, musst du gucken. Hab mir letztens vom Schenkel ein bisschen was abgeschnitten. Geil. Das hing wir sterben einfach regelmäßig. Ist ja quasi auch Stinkekäse dann, ne? Ja. Ja, ja, quasi. Hast du ein Stück von deinen Füßen abgeschnitten, ne? Hoffe ich. So abgeschnitten mit so einer Käsereibe. Aber an den so ein bisschen vom Fuß abreiben. Ihr seid so widerlich. Schön ja, oben rauf auf die daran, Pizza. Dass die Folge eigentlich schon seit 2 Minuten zu Ende ist. Oh Gott, ich hab's gewusst, aber ich hab einfach nichts gesagt, weil ich nicht aufhören will. Du hast gehofft, dass wir weiter über Käse reden, ne? Ja, ja, genau. Käse. Käse. Ich stell mich aber ins Haus. Ich komme jetzt erstmal wieder runter zum anderen Haus und dann können wir uns ausloggen. Ich denke mal, noch so ein Stockwerk muss da oben noch drauf. Und dann ist das erstmal hoch genug, weil für jedes Stockwerk brauche ich ungefähr 7 Folgen. Ja. Der nächste Tunnel, den ich baue, der wird dann nicht schwarz-weiß, der wird weiß-schwarz. Aber von der Oberfläche schon mal eine gute Aussicht. Also 5 Stockwerke finde ich dann hinterher auch gut. Oder habe ich noch Holz vergessen? Ist egal. Ja, 5 sollten eigentlich gut sein. Ja, nö, es reicht so als Turm. Ja, so als, auch sau Arbeit. Als Anfang. Also nee, es wären ja 6. Ich habe gesagt, noch einen oben drauf. Ich habe das 5. Stockwerk ja schon angefangen. Also okay, ja, ja dann ja, ne? Habe ich von der anderen Seite nicht gesehen. Dann 7, weil 7 ist ja eine Glückszahl. Ja, dann 7, natürlich. Dann passt das aber auch, dann sieht das wunderschön aus. Ja, der nächste hat am 14, ne? Ja, aber dann nehme ich Gold- und Diamantblöcke. Ja, also wenn schon. Warte mal, gibt's hier eigentlich Diamanten? Ich hab keine Ahnung. Ich geh jetzt wieder ins Haus. Ich nehme die Seitentür. Tschüss. Wir haben machst du die auch wieder Türen zu? Ja, aber mir hat die andere Tür offen gelassen, deswegen ist egal. Nee, da bin ich ja nicht durch. Ich bin durch die da vorne. Ich bin hier ständig am Türen zu machen. Ganz wichtig ist, dass diese Türen hier zu bleiben. Guck mal, da kann man durchlaufen. Hier oben sind auch noch Türen. Ja. Hallo. Hallo. Erstmal unten gucken, ob alle Türen zu sind. Alle Türen zu? Hier ist irgendwo eine Tür. Wie viele Eingänge wir haben. Allein ja, weil Mr. Rudderman sich beschwert hat, dass er immer außen rum muss. Da ist, musste ich hier mehrere Eingänge bauen. Ja. Kriegen wir oben auch so viele? Oben sind doch schon ein paar. Eben, oben sind auch schon ein paar. Da, wo halt noch kein Dach ist. Okay. Ich würde sagen... Meine Axt ist kaputt. Ach, da hängen noch ein paar, ist kein Problem. Wir haben extra. Bis nächste Woche, würde ich sagen. Also bis morgen, also für euch. Also ich. Gute Nacht. Auf Zoom, TM. Tschüss. Macht's gut.